Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste. Stellt euch mal selbst vor. Konsti und Molly. Ganz genau. Die beiden sind meine ehemaligen Nachbarn aus der Heimat. Ich dachte mir, Ein Tag persönlicher Koch für Kinder wäre mal was ganz Spannendes. Und ihr habt mir eure Wünsche gesagt. Heute früh gibt es Omelette, Granatapfel, normales Croissant und Schokocroissant. Richtig? Ja. Super, alles klar, dann geht's los. Also im Prinzip gibt es ja nicht viel, was ich machen muss. Also ich mache halt das Omelette. Was ist diese Küche? Können wir kurz über diese wunderschöne Küche reden? Alter, was ist diese schöne Küche? Junge. Alle anderen Sachen konnte ich nicht unbedingt selbst machen. Ich habe gute Croissants geholt. Und bitte macht ein Abo da. Und macht bitte 10.000 Klicks. Dankeschön. Gute Arbeit. Das ist cool. Ja. Ich schneide als allererstes mal hier den Schnittlauch. Wie sieht's bei euch aus, Jungs? Seid ihr, kocht ihr auch gerne? Ja. Moritz, du vor allem, oder? Moritz kocht. Ich werd gerade wütend, weil er dieses Messer benutzt in so einer Küche. Immer Ei, okay. Und du, Konsti, bist du auch schon manchmal am Kochen oder lässt du das lieber den Moritz machen? Ich lasse das mir lieber Moritz machen. Wenn ihr mir helfen wollt, könnt ihr mir gerne schon mal Butter geben. Gestern habe ich extra gar nichts gegessen. Konsti und Molly waren beide schon mal auf dem... Wie cool sind die denn bitte? ...Kanal von meinem Bruder. Da waren die aber noch ein bisschen kleiner. Ich blende euch jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt ein. Wir haben zwei Gäste heute am Start. Und zwar einmal... Young Molly. Und Jan Konsti. Und wie liefst du in der Zwischenzeit? Bist größer geworden auf jeden Fall, ne? Schon 9 Jahre. Mit bald 10. Bald 10 schon? Mhm. Das ist knackig. Ich schneide den Käse noch mal ein bisschen klein. Wir haben auch tatsächlich was sehr Ausgefallenes heute noch auf dem Menüplan stehen. Und zwar ist es eine fränkische Spezialität. Schäufele. Das ist quasi so ein Braten aus der Schulter vom Schwein. Machst du Qualitätstest? Oh ne, kommt noch nicht rein. Und da bin ich schon sehr gespannt. Also ich war ein bisschen überrascht, als ihr euch das gewünscht habt. Natürlich eine willkommene Challenge. Hier ist übrigens noch ein Hund. Ich kürze hier einfach mal so die Baconstreifen, die ich gekauft habe. Ich mache nämlich später noch was mit dem Grill und da brauche ich den Bacon für. Danke. Und jetzt... Oh, da sind doch andere Burger. Jetzt habe ich Max zu Unrecht gefrontet. Ich nehme alles zurück. Kann ich den Bacon schon mal... Wenn es zu Eis dampft, machst du das hier. Aber dann versteht man uns nicht mehr so gut, wenn das so laut ist. So, dann braten wir jetzt hier den... Die saugt halt das Krallen an und da vorne kommt es dann raus. Vorne kommt es raus. Ja, das ist gut, weil dann hat man es nicht im Gesicht, sondern im Wohnzimmer, ne? Ja. Den Bacon darf hier schön knusprig werden. Probier so ein französisches Omelette zu machen. Das ist nochmal so ein bisschen speziell. Der hier sieht fast so aus wie du. Drake. Ja. Genau. Der sieht fast so aus wie du. Drake? Das ist Kompliment. Ja, ja. 4 Stück. Konsti, willst du mal kurz für das Video dein Lieblingslied zeigen? Hey, ist ein guter Musikgeschmack. Ich war ein bisschen überrascht. Was sind diese Kids, Alter? Wie lustig ist es bitte? Okay. Überrascht, als die Leute reingekommen. Danke dir, Konsti diesen Song vorgespielt hat, aber finde ich sehr cool. Okay, Leute, wir geben jetzt ein wenig Butter in die Pfanne. Lassen die ein bisschen. Leute, die diesen Löffel haben, nur um Eier damit umzurühren, auch komplett Kontrolle übers Leben verloren. Ein bisschen anschmelzen. Oh doch. Ich nehme das hier. Wir geben jetzt das. Say mein Name. Say mein Name, 8 Monate und noch immer nicht. Deswegen weißt du, wie ich mich rausrede. Sexen. Dankeschön für den Prime-Sub. Das Ei in die Pfanne. Und sobald es drin ist, müssen wir hier die Pfanne und Pfannenwender so konstant in Bewegung halten. Okay, dann krieg ich schon mal nach Kuchen. So, wenn das dann jetzt durchgeworfen ist, lassen wir es stehen auf der Hitze und ein bisschen anbacken. So, und jetzt geben wir oben noch den Käse drüber. So, und jetzt, Leute, ist das Ganze schön angebacken. Jetzt gehen wir da ein bisschen drunter. Vielleicht kannst du mir auch irgendwann mal ein Omelette kochen. Wie wär's? Ja, das wäre gut. Das wäre ein guter Anfall. Das klappen wir jetzt einfach so ein bisschen nach vorne. Dass wir die Unterseite auch vorklappen können, müssen wir hier so ein bisschen...
draufklappen. Mm-hmm. Jetzt haben wir hier drin ein schönes Omelett. Sieht fast aus wie so ein Wrap oder so ein Burrito, ne? Mm-hmm. So, und jetzt müssen wir das nur noch... Nice. Bist du auch YouTuber-Fan? Ich gucke auch manche YouTuber gerne, ja. Leute, es ist jetzt soweit. Boah, er hätte sie fragen müssen, welche die gerne gucken. Vielleicht macht das noch. Ich sag, wenn er sie fragt, was sie gucken, sagt er hier auf jeden Fall Arasul. Konsti hatte schon ordentlich Hunger, der hat sich schon was aufgenommen. Molly, du kannst ja auch gerne was nehmen. Schneid dir ruhig was ab, genau, und nimmst dir dann einfach rüber auf den Teller. Ihr könnt jetzt einfach mal in Ruhe probieren und euch durch alles durchessen. Sehen die das jetzt? Genau jetzt? Nee, die sehen das, wenn ich das bearbeite und dann hochlade. Oh Gott. Ah, nee, hab ich verstanden den Namen. Real Leprechaun. Das heißt Gartenzwerg auf Holländisch. Das heißt, du bist der echte Gartenzwerg. Guck, ich bin schlau. Dankeschön für den Sub. Sogar mit der Hand. Nein. Genau, probiert euch durch alles durch. Und ihr müsst schon jetzt die ganze Zeit überlegen. Am Ende, wenn ihr aufgegessen habt, müsst ihr mir eine Note geben. Entweder 0 Punkte, wenn es ganz schlimm ist, oder das Beste ist 10. Esst das jetzt ganz in Ruhe. Wir machen jetzt mal die Kamera aus und dann könnt ihr mir gerne sagen, wie ihr es fandet. Also bis gleich. Du kriegst Note 11. Note 11. Es gibt nur 10. Okay, dann gebe ich dir Note 10. Moritz, was sagst du? Note 10. Note 10 von euch beiden. Check dann. Kommen wir auch schon zum Mittagessen. Es gibt Burger. Die Jungs haben sich Burger gewünscht. Ich mache die wieder mit den Brioche-Buns, weil es sind einfach die besten Burgerbrötchen. Ich mache ja gerne meine Smashed-Burger. Ich werde jetzt probieren, die quasi vorzubereiten. Also so quasi 80 Gramm welche. Nur, dass ich die dann schon auf Backpapier presse. Und dann kann ich die einfach drüben gleich auf den Grill legen. Hallo Leute, bitte hinterlasst noch ein Abo da! Let's go! Let's go, Alter! Die ist total hinterher, dass ich viele Abos kriege. Fühle ich auf jeden Fall. Du kannst das so oft sagen, wie du willst, ja? Dann würzen wir jetzt hier erstmal das Burgerfleisch. Pfeffer. Konsti möchte hier immer gerne die Kamera übernehmen. Falls es mal kurz wackelt, dann wisst ihr Bescheid, was los ist. Hast du schon mal selbst Burger auch gemacht? Nee, selbst gemacht. Noch nicht, oder? Nehmen wir mal so 100 Gramm pro Bällchen. 5 Burger machen wir, 5 Bällchen. Meine Waage ist immer Thermomix. Habe ich hier vorbereitet. Ich forme die einfach mal so grob zu Kugeln. So, und ich drücke jetzt die Kugeln hier drunter einfach ein bisschen platt. Und wenn wir das jetzt hochheben, haben wieder so ein paar schöne Patties. So, dann mache ich hier noch schnell die Pfanne an und darin mache ich den Bacon. Den können wir auch einfach schon kalt eingeben. No problem. Nee, das war schon gut, wenn das Licht an war. Du willst helfen viel, ne, Konsti? Ich würde sagen, wir machen am Grill draußen weiter. Dann können wir das Ganze auch schon auflegen. Geben wir ruhig nochmal Vollgas dafür, wenn das drauf ist. So, parallel, Leute, toaste ich hier schon mal die Burgerbrötchen ein bisschen an. Und dann wenden wir auch schon die Patties. Wir machen das Ganze jetzt kurz zu. Und bitte halt. Oh, die. Und bitte hinterlass ein Abo. Ketchup auf eine Seite. Und ich brauche den auch für meine Videos, das ist wichtig. Auf die andere Seite Mayo. Auf die. Oh, die habe ich mir letztens auch geholt, ne? Bin ich ganz ehrlich. Also ich weiß, Tomi, Nestle, lass uns nicht drüber diskutieren, aber ich wollte mich mal ein bisschen, ich habe euch schon gesagt, ich probiere mich gerade ein bisschen durch so Grillsoßen durch. Und deswegen habe ich mir auch die Delikatess-Mayonnaise geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich nämlich auch im Kopf gehabt, Sunny, beste Mayo, gerade die aus der Tube. Aber ich muss sagen, kranker Schmutz, schmeckt irgendwie so ganz leicht nach Salz und sonst ganz ekelhaft. Also war gar nicht meins, muss ich sagen. Fand ich richtig... Fand ich richtig ungut. Also ich habe das ganz selten, ich habe es eigentlich noch nie, muss ich sogar sagen, bei Mayo gehabt, dass ich die nicht gut fand, aber die fand ich wirklich nicht lecker. Mayo. Auf die Mayo-Seite legen wir ein paar Gurken und dann schnappen wir uns auch schon das Patty. Fertig. Alles klar, Jungs, dann ist es auch soweit. Boah, die werden, glaube ich, eskalieren. Das ist so lecker. Lasst es euch gerne schmecken. Ich kann irgendwie nicht reinbeißen. Könnt ihr dabei schon mal ein bisschen sagen, ob ihr es lecker findet oder nicht? Es ist auch gut, auch wenn es verbrannt ist. Auch wenn es verbrannt ist. Die Buns sind ein bisschen viel Farbe bekommen. Ich sag Note 9 zum Burger, weil das andere war tatsächlich ein bisschen leckerer. Wir kommen zur Bewertung. Note 9. Was sagst du für eine Note? 10 ist so lecker. 10 gibst du mir und du eine 9. Wollt ihr euch dann auf eine 9,5 einigen? Ja. Ja? Check. So, tschüss, verrückte Jude.
So, wir kommen jetzt auch zum... Oh, das Video ist Gold, fantastisch. Abendessen, ihr seht schon, Möhren, Lauch, Zwiebel. Supe. Und hier drüben ein ordentliches Stück vom Julasch. Schwein, und zwar Schulter, Scheufele nennt man das. Das hat sich Moritz gewünscht, weil wir sind hier in Unterfranken und dementsprechend ist ein bisschen traditionelle Küche mit eingeflossen. Ich bereite als erstes mal hier die Möhren vor, schäle die einfach kurz, würfel die ganz grob, die kommen quasi nur mit in den Topf, während der im Ofen dann vor sich hin brät. Geben uns dann für die Soße einen netten Geschmack. Wir schälen mal los. Machen wir mal 3 große Möhren. Servieren das Ganze dann mit Knödeln. Da geben wir jetzt ungefähr einen Esslöffel in den Topf hinein. Alles, was wir jetzt machen, spielt sich in diesem Topf ab. Das ist in so ein Brätertopf. Genau, und dann, wie gesagt, die Karotte grob in Stücke schneiden. Das reicht so schon. Gleich machen wir mit dem Lauch hier. So, Zwiebel kann man immer so einmal drüber rollen. Dann lässt sich die Schale leichter lösen. Dann halbieren wir die. Im Endeffekt vierteln wir die auch einfach nur. Also, okay, wir nehmen mal 2 Zwiebeln dafür. Die geben wir mit rein, aber einfach nur so geviertelt. So sieht unser Schäufele aus. Normalerweise hat das unten dran noch einen Knochen. Also, ich ritze das Ganze jetzt diagonal ein. Und das gibt am Ende so eine richtig schöne Kruste, wie in so einem Bierzelt oder in einem Wirtshaus. Top, so sieht das Ganze dann aus. Und dann braten wir es auch schon an. So, von allen Seiten, außer von der Oberseite, wo die Schwarte sitzt. Die schließt sich nämlich sonst und wird nicht mehr knusprig am Ende. Und das müssen wir natürlich verhindern. So, jetzt haben wir alle Seiten durch, schon ein paar schöne Röstaromen reinbekommen. Und dann geben wir auch schon unser Gemüse dazu. So Leute, ich habe vergessen, das Ganze zu würzen, aber das ist gar nicht weiter schlimm. Wir holen es jetzt einfach nochmal raus. Wir brauchen, weil das natürlich ein bayerisches Gericht ist, brauchen wir Kümmel. Und danach ist es alles furzlecker. Hast du genau richtig gesagt. Und dann noch Salz und Pfeffer. Ein bisschen drüber ziehen. Und dann kommt es wieder dazu. Ich kann jetzt dabei schon darauf achten, dass die Schwarte oben möglichst in einer Ebene liegt. Aber Leute, ihr müsst auch nicht so einen großen, genau den großen, genau. Ihr könnt auch einen kleineren Topf nehmen. Habt ihr gehört, ne? So, ich gebe jetzt mal hier in unserem Topf noch ein bisschen Rinderfond dazu. Oh, so viel! Ja. Wie teuer war der? 1,80 Euro oder so. So teuer, aber riecht schon mal gut. Das freut mich allerdings. So gehen wir das Ganze jetzt in den Backofen hinein. Ja, ich mache. Das ist zu schwer. So, und jetzt mache ich hier das Fleischthermometer ran und steche damit so in den Braten hinein, sodass wir so Kerntemperatur abnehmen können. Und so bleibt das Ganze jetzt im Ofen, bis die Kerntemperatur erreicht ist. Ich weiß nicht genau, wie lange das braucht. Ich schätze mal so 2-3 Stunden. Hallo, Geilen, schon wieder. Ich habe jetzt ein bisschen Butterschmalz warm gemacht und 2 Hände voll Brotkrumen geschnitten. Die röste ich jetzt da ein bisschen drin an. Und hier ist ein vorbereiteter Kloßteig. Dann fülle ich gleich die Klöße in der Mitte mit ein paar angerösteten Brotwürfeln. Also reingeben. So, hier das Wasser fängt an zu kochen. Hier sind die angerösteten Semmeln. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach hier vom... Boah, das hört sich richtig lecker an. Kloßteig. Und da formt man jetzt in der Mitte ein Loch. Gibt da 2-3... Klöße rein, dadurch werden die nämlich schneller gar. Zack. So, wir geben jetzt mal die Klöße ins Wasser hinein und warten dann, bis die aufstehen. So, wir haben jetzt eine Kerntemperatur von 77 Grad. Und jetzt öffnen wir hier die Tür. Ohne die Schwarte nass zu machen, schütten wir Malzbier dazu. Damit verhindern wir quasi, dass die Schwarte noch weiter gart. Geben der Soße einen leckeren Biergeschmack. Machen jetzt gleich die Hitze noch was höher. Im Prinzip so ein bisschen wie das, was Peter und ich gemacht haben für sein Lieblingsessen, ne? Nur, dass wir dann Weizen benutzt haben. So, dann machen wir wieder zu. Jetzt drehen wir also die Hitze was hoch auf 230 Grad und Kerntemperatur messen wir noch weiter. Ihr seht hier, Leute, das wird jetzt so popcornartig oben auf der Kruste und das ist genau das, was wir wollen. Das kommt dadurch, dass wir das Ganze jetzt nochmal bei hoher Temperatur von oben mit Oberhitze anrösten und dadurch wird das Ganze auch schön knusprig. Nice. So, Leute, da kommt jetzt der Topf raus und es sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Die Soße muss ja so lecker schmecken. Oh, 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 oh. Eine schöne knusprige Kruste oben drauf. Jetzt holen wir nämlich hier den Schäufele raus. Dann lege ich es einfach hier drüben aufs Brett. Hier lassen wir das Ganze jetzt 10 Minuten ruhen und jetzt schütte ich die Soße in das Sieb ab. Das riecht schon super lecker. Und dann lassen wir das Ganze jetzt nochmal auf. Hat er das Gemüse einfach hier drin gelassen und nicht ausgedrückt durch den Sieb, also so ein bisschen durchpassiert? Da ist doch noch voll der geile Scheiß drin. Auf voller Power hier aufkochen. So, die Hitze ist jetzt ein bisschen runter. Jetzt geben wir ein bisschen Soßenbinder dazu, also Stärke. Ja, dann können wir nicht servieren, ne? So, hier haben wir jetzt unseren Braten. Den schneide ich jetzt mal schön an. Alles andere ist nämlich soweit fertig. Halbiere ich das Ganze hier. Gucken mal rein.
Oh ja, sehr schön. Und dann halbiere ich hier nochmal. Oh, warum halbieren? Warum nicht so? Ah, wegen den Kids, ne? Wegen den Kids halbiert. Das sind jetzt die zwei schönen Stücke, die wir servieren. Boah, unfassbar saftig. Sieht richtig gut aus. Ah, er hat das Gemüse hier noch mit draufgepackt, okay. So, Jungs. Boah, sieht das lecker aus. Boah, sieht das lecker aus. Dann genug gewartet. Dann lasst es euch mal schmecken. Schäufele, dein Lieblingsessen, ne? Danke, Mama. Danke, Mama. Gerne. Also, ich geb dir... Oh, ihr müsst den ganzen Teller aufessen oder so viel, wie ihr schafft. Und dann könnt ihr mich bewerten. 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Das knuspert gut, oder? Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Jungs, ihr habt aufgegessen. Das war doch mal eine ordentliche Portion, oder? Mhm. Hat es euch gut geschmeckt? Ja. Sehr gut. Was fandet ihr am leckersten auf dem Teller? Alles. Alles? Das ist schon mal eine gute Antwort. Also, ich fand das leckerste die knusprigen Dingsterbums. Die Schwarte vom Schäufele, ne? Ja. Okay, das freut mich sehr. Also, ich muss schon mal sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, heute mit euch einen Tag zu verbringen und für euch zu kochen. Und ihr habt ja gerade schon gesagt, ob ich morgen auch noch hier bleiben kann und kochen kann, ne? Wäre das cool? Ja, das wäre richtig cool. Ich muss aber leider noch ein bisschen auch das Video schneiden und deshalb kann ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn ihr mal in Köln seid, seid ihr, wie gesagt, bei mir herzlich eingeladen. Mhm. Und bei uns auch. Wie sieht für eure... immer und ewig. Für immer und ewig. Wie sieht eure Bewertung aus? 20. 4.000. Aber ganz so viel können wir nicht machen, glaube ich, 20. Ich nehme 4.000. 10 plus Sternchen gibt es. Ich nehme unendlich. Nehmen wir mal die 10. Ich muss euch sagen, Dankeschön. Es freut mich, dass es euch super geschmeckt hat. Und ihr wart echt coole Gäste. Ihr habt das super gemacht. Wollt ihr noch was sagen zum Abschluss? Wollt ihr vielleicht jemanden grüßen? Hi, geilen Brian. Tschüss. Wer? Geilen Brian. Möchtest du auch jemanden? Es geht dir geil im Breim. Grüßen? Der Franka. Die Franka wird gegrüßt. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ja, ja, ja. Immer noch. Max selber war auch sehr kritisch. 26. Wer war nochmal kritischer als ich? Hä? War nicht irgendjemand dabei, der kritischer war als ich letztens? Ja, Leroy. Ja, verdecke ich gerade. Leroy hatte 22.